Freunde, willkommen zurück zum nächsten Video. Wir sind heute mal wieder ein bisschen gameplay-technisch unterwegs. Ich habe da auch was Kleines vorbereitet, würde ich meinen. Und ich will einfach mal ein bisschen quatschen mit euch über die Transfers, die bis jetzt schon so über den Weg gelaufen sind. Wir haben ja schon zwei, drei. Aber vielmehr möchte ich auch über so ein bisschen Gerüchte quatschen. Wer geht wohin, hier, dies, das. Alles ein bisschen auf Bundesliga fixiert, aber wir werden uns auch ein bisschen die anderen Ligen angucken. Ihr seht, das Video geht jetzt irgendwie, keine Ahnung, 19 Minuten oder so. Ich werde dann zum Schluss einfach Musik drüber laufen lassen, ein bisschen lauter wie immer und dann, damit ihr das ganze Gameplay habt, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt 19 Minuten darüber labern kann. Aber wir wollen uns ja mal überraschen lassen. Auf jeden Fall fangen wir, ich würde einfach mal sagen, wir fangen jetzt an, gucken uns das Ganze hier mal an. Also fest ist, dass Marco Fabian von, ja, Guadalajara, wie auch immer, zu Frankfurt geht. 3,7 Millionen. Die ganzen Angaben sind jetzt laut transfermarkt.de. Der Link ist da auch nochmal in der Beschreibung. Ja, also dahingehend, ich muss ich ganz ehrlich sagen, kannte den Mann vorher nicht. Kann ich nicht sagen, was der geleistet hat, was der so drauf hat, kann ich nicht sagen. Aber er hat einen Marktwert von 5 Millionen und Frankfurt hat ihn für 3,7 gekriegt. Also dahingehend schon mal technisch einiges richtig gemacht. Wird sich zeigen, was das mexikanische Talent, 26 Jahre alt, also Talent kann man auch schon gar nicht mehr so wirklich sagen. Mal gucken, wie der sich in der Bundesliga gemacht. Und Frankfurt hat aber nochmal zugeschlagen und zwar Husti von Yatay. Verpflichtet für 250.000. Frankfurt also ordentlich schon mal ordentlich reingehauen. Der hat auch noch eine Marke von 1,2 Millionen. Also es ist gar nicht so schlecht gelaufen bis jetzt für die. Transfertechnisch. Den kennen wir natürlich aus der Bundesliga. Was nochmal die jetzt mit dem genau vorhaben, müsste man dann mal schauen, aber kriegen wir hin. Cutlets hat Frankfurt verlassen. Marktwert von 3 Millionen. 2,1 haben sie gekriegt zu Midtjylland. Oder Mordscheland, irgendwie so. Auf jeden Fall die jetzt muss. Oh, ich glaube denen. Oh, scheiße, ich glaube, ich habe jetzt. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. Ja, der hat sich ja irgendwie nie so wirklich durchsetzen können. Schade für FIFA, weil er hat eine geile Silberkarte. Aber gut. Aber gut. Geht ja nicht immer nur um uns. So. Und dann der bisher größte Transfer der Bundesliga in der Winterpause. Jonas Hofmann. Es war abzuwarten, abzuzählen in einer Hand, dass der irgendwann, der hat so ein großes Talent. Mittlerweile auch 23. Ob man jetzt noch sagen kann, er hat so ein großes Talent, ist die nächste Frage. Aber ein guter junger Spieler und hat sich bei Dortmund logischerweise bei der Konkurrenz nie so wirklich durchsetzen können. Hat dieses Jahr, beziehungsweise letzte Saison, 15, beziehungsweise diese Saison, 15, 16, 14 Spiele gemacht. Also ist jetzt nicht atemberaubend, 7 davon in der Bundesliga. Aber auch halt nur 285 Minuten. Ja, also das sind halt immer so Einwechslungen, dies, das, das ist nicht wirklich doll. Marktwert von 4 Millionen. Gladbach hat jetzt 8 bezahlt. Halte ich für ziemlich viel. Aber ich glaube, bei Gladbach ist er auf jeden Fall gut aufgehoben. Schauen wir mal, wie er da zum Zuge kommt. Ich denke mal schon, dass das da alles so weit gehen sollte. So, und jetzt sehe. Schauen wir noch einmal kurz rein. Wo habe ich es denn? Jetzt muss ich hier kurz einmal alles umstellen. So, zweite Bundesliga. Kriegen wir das irgendwie raus? Da, die letzten Transfers, zweite Liga. Nun weiß ich natürlich nicht, wo das da losgeht. Aber Sascha Mölders zu 1860. Holter. Kann ich jetzt schlecht sagen, weil ich sehe hier leider die Wintertransfers nicht einzeln aufgelistet. Ich sehe hier nur die. Na, sag schon. Die letzten Transfers allgemein. Aber wir können einfach mal, wenn wir schon mal dabei sind, in die Gerüchteküche gehen. Und schauen uns doch da einfach mal an, was hier so los ist. Auch mal ganz interessant zu sehen, wer die Chancen hier wohin hat. Und wir sortieren das mal nach Wertung und dann gucken wir uns noch mal den ersten hier an. Zum VfB Kravets, Artem Kravets oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Marktwert von 4 Millionen.
Gucken wir uns den Herrn nochmal an. 97%, dass der zum VfB kommt. Ich habe über die noch überhaupt noch nichts gehört. Auf jeden Fall alle ukrainischen U-Nationalmannschaften durchlaufen und auch in der Nationalmannschaft tätig. Ist ja immer bei Dynamo Kiew und Arsenal Kiew unterwegs. Ja. Sieht interessant aus. 26 Jahre. Jetzt muss ich... Okay, geboren noch in der UdSSR. Alles klar. Interessant. Ja. Wusste ich nicht. Habe ich noch nie was von gehört. Vielleicht ist der ja Team eher der richtige Ansprechpartner. Aber sieht interessant aus. Dann, was haben wir hier noch? Kahn Eihahn. Marktwert von 5 Millionen. 85% Wahrscheinlichkeit, dass er zum Eintracht Frankfurt geht. Das ist natürlich stark. Nun will ich mal kurz hier drüber lesen. HSV und Augsburg sollen auch Interesse haben. Schalke prüft ein Leihgeschäft. Alles klar. Also verkaufen wollen sie ihn anscheinend nicht. Ausleihen wollen sie ihn. Wäre natürlich für Frankfurt, die wollen jetzt nochmal ordentlich loslegen. Ich meine, gut, Frankfurt muss auch, ne? Also ich meine, wenn wir uns mal die Tabelle angucken, Frankfurt ist jetzt da nicht unbedingt so wirklich weit oben mit dabei. Aber es läuft ja auch nicht gut für die, ne? Ich meine, 14. Platz, 17 Punkte, durchschnittlich ein Punkt, also aus einem Spiel gemacht. Könnte besser laufen. Schauen wir mal, vielleicht läuft es ja tatsächlich besser. Dann haben wir noch Adam Scholloy von, ja, der wird ja auch durchgereicht in der Liga, wie nichts Gutes. Jetzt soll er dann zu Hannover gehen, alles klar. Wen haben wir noch Interessantes? Wir haben noch Sinan Kurt. Ein ganz, ganz großes Talent vom FC Bayern. Soll ausgeliehen werden zu Hertha BSC. Ja, gut, halte ich für eine gute Lösung, Ah, hier, guck mal, Zivkovic. 52% Wahrscheinlichkeit, dass er zum BVB geht. Das wäre natürlich mal auch alle serbischen U-Nationalmannschaften durchlaufen und auch im Nationalteam vorhanden. Marktwert von 7 Millionen. 27 Spiele, 12 Tore in der Superliga in Serbien. Spielt er noch da? Der spielt noch da, naja. Interessant. Nicht schlecht. Ja, also bei dem Marktwert ist klar, dass da irgendwann einer rumkommt und sagt, Freunde, das ist jetzt unser, ne? Und da können die natürlich auch der Verein dann so an sich nicht nein sagen bei den Millionen. Interessant, das Spiel hat man auch mal ganz gerne mal in der Karriere immer mal. Ganz gerne mal genommen, weil er hat sich immer ganz gut entwickelt, ne? Also, falls ihr einen Stürmer braucht für die Karriere, Zivkovic, merken bitte. So, Daniel Didavi, 52% zu Wolfsburg. Interessant. Denke ich irgendwie so direkt an so einen Handersatz. Vor allem Wolfsburg hat ja aber auch viele Leute im Mittelfeld. Dann haben die wohl vor, noch irgendeinen abzugeben. Wird interessant sein zu sehen. Was haben wir noch? Subotic zu Liverpool. Ja gut, das ist ja ein Fass, was immer wieder aufgemacht wird, seitdem Klopp da ist. Gökhan Inler, der soll ja auch schon seit 3 Jahren gefühlt in die Bundesliga kommen. Nun ist er aber gerade zu Leicester gewechselt. Also ich glaube nicht, dass der jetzt... Was steht hier? 47%ige Wahrscheinlichkeit zu Schalke. Halte ich für unrealistisch. Großkreuz wieder zurück in die Bundesliga. Ja, der wird wohl erstmal in die zweite Liga gehen, wenn der nach Deutschland will. Ich glaube nicht, dass der jetzt so schnell wieder einen Platz findet. Die Davi hier auch nochmal anscheinend im Gespräch bei Leverkusen. Takashi Usami. Das ist doch der Kollege, der auch bei Bayern gespielt hat, oder nicht? Ja, genau. Das war auch ein Ding. Ja, und jetzt ist er irgendwo in Japan untergekommen und jetzt ist er 2,5 Millionen wert und Stuttgart hat anscheinend Interesse. Gut, ich meine, wenn sie die Davi abgeben, brauchen sie 9 auf der Position. Das könnte natürlich ein guter Ersatz sein. Das ist natürlich schlau durchdacht hier wieder. Was haben wir noch? Marvin Friedrich zum Hamburger SV. Wahrscheinlich auch wieder nur eine Laie. Von dem Innenverteidiger ist er, glaube ich. Von Schalke 750.000 wert. Okay, Quelle Bild. Schalke würde gern Verteidiger Marvin Friedrich, 19 Jahre, für ein Jahr zum HSV ausleihen. Hamburg denkt noch drüber nach.
Ich glaube nicht, dass der sonderlich viele Einsätze kriegt diese Saison. Wir sind da hinten in der Abwehr. Ja, mal gut, mal weniger gut. Aber ich glaube nicht, dass der wirklich Sinn macht bei uns. Ja, und sonst habe ich jetzt hier auf Anhieb nicht wirklich irgendwas Interessantes. Jungs und Mädels. Aber das Transferfenster ist ja auch erst 2-3 Tage offen. Ne? Also das ist ja noch gar nicht so, dass wir jetzt sagen, alles klar, hier ist ja schon 3 Monate offen. Ne, ist ja noch lange nicht so weit. Und eine Sache sehe ich hier gerade noch. Renato Augusto, das habe ich heute Morgen auch gelesen, sollte eigentlich zu Schalke, aber das ist alles geplatzt, weil er zu viel Geld haben wollte. So zumindest die Info, die ich heute Morgen gelesen habe. Interessant, interessant. Also das ist mal, hätte ich gerne mal wieder in der Bundesliga gesehen, Renato Augusto. Früher bei Leverkusen sehr, sehr viel Spaß gemacht, dem zuzugucken. Hat ja auch ein paar Jährchen da gespielt, ja. Mal gucken, vielleicht kommt er ja noch. Man weiß ja immer nicht so genau, ne? Man weiß es ja immer nicht so genau. Gut. Also, ich denke mal, das war's. Sorry, dass es jetzt ein bisschen verspätet kommt, nicht genau um 16 Uhr, aber ich will nicht sagen, ich hab's ein bisschen verpennt, aber ich hab's ein bisschen verpennt. So, das Gameplay geht noch weiter. Ihr werdet noch 2-3 Tore sehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.